Ja, dann sage ich mal hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Free Spirit Podcast. Heute wieder mit einem Interview-Special. Ich habe einen Interview-Gast dabei. Es geht um das spannende Thema unseres Atems und unserem Atem als verbindende Kraft zwischen Körper, Geist und Seele. Und dafür habe ich eine Expertin zu diesem Thema eingeladen, Patricia. Patricia ist Bewusstseinstrainerin, Atemtrainerin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und wird uns heute mit ein bisschen auf die Reise nehmen durch den Atem. Hallo Patricia, schön, dass du da bist. Hallo Martin, schön, dass ich da sein darf und du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr. Ja, cool. Ich freue mich auch wirklich sehr auf die Folge, weil gerade das Thema Atem mich wirklich sehr intensiv begleitet in meinem Leben und sehr, sehr tolle Benefits mitgebracht hat. Aber bevor wir tiefer einsteigen, magst du dich einfach mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und vielleicht, wie bist du zu dem Thema Atemarbeit gekommen? Okay, also mein Name ist Patricia Dürrmeier und ich liebe es. Also erstmal bin ich wirklich ein Mensch, der es liebt, Menschen in ihre eigene Tiefe zu führen und sie darin zu unterstützen, in ein, ja, in mehr geistiges Wachstum, in mehr Ausdehnung ihres Lebens zu kommen. Und das bereichert mich sehr, die Menschen auch wachsen zu sehen, wenn sie über sich selbst hinauswachsen. Also das ist auch rund um meine ganze Arbeit. Ob das jetzt beim Atem ist oder ob das in Einzelsitzungen ist oder egal welche Form von Seminaren. Genau, wie bin ich zum Atem gekommen? Das ist schon sehr, sehr lange her. Also ich bin, das war noch 1900, ich glaube 98, habe ich selber mal eine Atemsitzung erleben dürfen und habe festgestellt, was das mit einem macht und wie es wirklich das eigene Bewusstsein dient und wie man natürlich auch an Themen, an Blockaden und an so Dingen, die einem so nicht zugänglich sind, rankommt. Und somit habe ich angefangen, mich selbst, mit mir selbst auf den Weg zu begeben, mich selber zu erforschen, tiefer wahrzunehmen, kennenzulernen, über den Atem auch. Yeah. Und dann hat es mich so ergriffen, wo ich einfach sage, für mich persönlich ist unser Atem der beste Bewusstseinsbeschleuniger schlechthin. Yeah. Und somit hat mich das Thema begleitet und ich habe dann eine Ausbildung gemacht und bin dann den Weg weitergegangen. Und in der Zwischenzeit ist es ein stetiger Begleiter in meiner Arbeit. Also egal, ob ich jetzt Einzelsitzungen gebe, wo ich Atemübungen mit einfließen lasse, die das tägliche Leben erleichtern, oder ob ich eigentlich in jedem Seminar lasse ich mindestens 1-2 Atemsessions, tiefe Atemsessions mit einfließen, weil es einfach auch die Themen, die zu dem jeweiligen Thema dazugehören des Seminars, nochmal vertiefen und einfach noch mehr an die Oberfläche aus der Tiefe des Einzelnen nach oben bringt. Das ist einfach wunderbar. Ja. Genau. Cool, sehr spannend. Ich würde direkt gleich tiefer reingehen, weil es natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema ist, der Atem. Warum ist der Atem so spannend? Es ist ja eigentlich etwas, was unbewusst häufig abläuft und die wenigsten schenken wahrscheinlich ihrem Atem bewusst Aufmerksamkeit. Was ist am Atem so spannend? Ja, also wie du es jetzt schon sagst, also die meisten atmen unbewusst oder es ist so selbstverständlich, dass es erst auffällt, wenn irgendwo die Atemorgane mal beschädigt sind oder wir krank sind und da beeinträchtigt sind, dann werden wir aufmerksam, wie wichtig es doch ist, gut atmen zu können. Und je bewusster ich mich mit meiner Atmung und mit dem Atem auseinandersetze, desto tiefer kann ich mich selbst auch erkennen und erforschen. Also man kann unwahrscheinlich viel über den Atem, also über den eigenen Atemrhythmus allein schon, über sich selbst erfahren. Und warum ist es noch spannend? Also der Atem führt uns auch wirklich in unsere eigene Tiefe. Ob das in der Meditation ist oder ob das wirklich in so verbundenen Atemsessions ist. Also wir kommen wirklich an den Wesenskern unserer selbst, wenn wir uns darauf einlassen und bewusst Ja sagen dazu. Ja. Und natürlich kommen wir auch über unseren Atem an Blockaden oder an Dingen, die uns im alltäglichen Leben bremsen und uns nicht weiterkommen lassen. Also das ist sehr, es wird alles sichtbar gemacht letztendlich, wenn ich mich wirklich darauf einlasse und sage, ja, ich bin bereit, mich auf meinen eigenen Atem, auf meinen eigenen Atemprozess einzulassen. Und ich finde es daher spannend, weil wir so schnell und so präzise
lange Zeit brauchen, um dahin zu kommen, was wir oftmals in einer Stunde intensiven Atmen erfahren können über uns selbst. Ja, ich bringe gleich auch in so eine Atemsession mal rein, dass du uns da vielleicht mal mitnimmst, aber vorher vielleicht, weil du hast es jetzt mehrfach gesagt, er kann uns in die Tiefe führen. Was meinst du mit Tiefe? Wohin führt uns der Atem da? Also in deine eigene Tiefe, also in dein Unterbewusstsein, das heißt also dich selbst auf einer anderen Ebene. Also wir haben ja unser tägliches Wachbewusstsein. Ja. Und sind voll mit Gedanken und mit irgendwelchen Konstrukten in unserem Kopf und haben so eine Wahrnehmung von unserer Welt. Und in dem Moment, wenn ich mich auf meinen Atem einlasse und dadurch mehr zur Ruhe komme, indem ich mich auf den Atem konzentriere, der Geist ruhiger wird, erfahre ich mehr, was in mir eigentlich vor sich geht, was ich in meinem wachen Alltagszustand oft gar nicht wahrnehme. Das heißt, dass ich kann viel besser beobachten, was in mir vorgeht, was in mir abläuft, beziehungsweise was da angeschaut werden möchte und Beachtung finden möchte. Also das wird dann sichtbar oder fühlbar in der Form. Ja. Ja. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute vielleicht hier gerade zuhören, das auch noch gar nicht kennen, wie sowas, oder keine Vorstellung davon haben, wie sowas ablaufen kann, so eine Atemsitzung. Magst du uns mal einfach in so eine Session oder in so einen Workshop bei dir mit reinnehmen? Was passiert da? Was erleben die Leute? Wie läuft das ab? Also wenn man jetzt so eine Atemsession zum Beispiel, so klassischer verbundener Atem, da bereite ich natürlich vor, indem ich Erklärungen abgebe, auf was es ankommt. Und letztendlich geht es darum, zu atmen und sich nur auf seinen Atem zu konzentrieren, ohne Pause. Das heißt, im Verbund. Du atmest ein und du atmest aus, ohne Pausen zu machen. Wenn wir sprechen, machen wir Pause. Wenn wir auch so normalerweise atmen, machen wir immer wieder Atempausen. Und da geht es darum, die ganze Zeit wirklich zu atmen, ohne Pause. Und natürlich, wenn ich anleite, man kann es natürlich sehr sanft machen, wenn ich anleite, dann habe ich oftmals ein Thema oder je nachdem, welche, jeder kann auch mit seinem eigenen Thema dort hineingehen und ich lasse da Musik mitlaufen, so dass ein gewisser Rhythmus auch da ist. Das heißt also, man kann den Atem beschleunigen, man kann auch ein bisschen langsamer, also jeder darf das für sich selber steuern. Yeah. Und im Prinzip ist es so, ich begleite da auch durch und durch dieses ständige Ein- und Ausatmen kommt verstärkter Sauerstoff in den Körper. Yeah. Also wir werden sozusagen überflutet mit Sauerstoff und der übrigens wunderbar dazu dient, unseren Körper zu entgiften und die Zellen mit Sauerstoff aufzufüllen. Yeah. Und dadurch geschehen einfach körperliche Prozesse auch. Und wenn man sich dem hingibt, wenn man weiß, man sollte das auch jetzt nicht unbedingt alleine praktizieren, wenn man weiß, man ist in Begleitung, dann kann man sich dem hingeben. Dann merkt man auch relativ schnell, wo vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle Verkrampfungen kommen können, wo eben auch Blockaden sind. Also ich habe das Phänomen, diejenigen, die vielleicht sogar schon mal beim Atmen waren und sagen, nee, das ist nichts für mich, weil das könnte auch wehtun, wenn mal so eine Verkrampfung kommt, die sich allerdings hinterher wieder löst, ist es so, dass wenn man das öfter tut und sich mehr dem Prozess hingibt, sich auf sich selbst und den Atem einzulassen, habe ich festgestellt, später gibt es diese Verkrampfungen nicht mehr. Im Gegenteil, man kommt immer noch mal tiefere Schichten bei sich selbst an und so, dass man wirklich bewusstseinserweiternde Erfahrungen machen kann. Also ich sage bewusst kann, weil wenn ich mich nicht darauf einlasse, dann bleibe ich erstmal noch in der Blockierung hängen. Ja. Wenn ich aber mich öffne dafür, habe ich wirklich die Möglichkeit, Einheitserfahrungen, Glücksgefühlserfahrungen, also die man so im alltäglichen Leben kaum erfahrbar bekommt, die Möglichkeit, also genau dieses zu erfahren. Also das ist wirklich, ich bin ja diejenige, die begleitet und das beobachte, wo ich einfach nur denke, wow, was da passiert und vor allem, wie befreiend das oft für Menschen hinterher ist. Ja? Ja. Und egal mit welchem Thema, also manche kommen ja auch mal, die ständig mit Ängsten zu tun haben, ja, Ängste, Enge, das hat ja auch was mit dem engen Denken und mit sich eng und klein halten zu tun, auf unbewusster Ebene, die sich dann in Ängsten äußern. Und auch da kann so eine Erweiterung und eine Befreiung stattfinden, dass es einfach nur faszinierend und schön ist. Und mich fasziniert es immer wieder aufs Neue, obwohl ich es jetzt schon so, so viele Jahre, also wirklich 10 Jahre praktiziere und einmal im Monat eben einen Atemabend gebe, was ich einfach sehr, sehr spannend finde, was sich da tut. Ja.
Ja, sehr, sehr spannend. Und du hast jetzt schon den Begriff verbundener Atem erwähnt und kurz auch diese Technik. Kannst du uns kurz nochmal erklären, wird durch die Nase, durch den Mund geatmet und was genau bedeutet, ohne Pause zu atmen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also du atmest ein und aus, ohne Pause, durch die Nase ein und aus. Ja. Es gibt aber manche, die auch gerne durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Manchmal kriegt es eine Eigendynamik, dass der Atem dich sozusagen übernimmt, wenn du dich voll drauf einlässt. Und dann kann es sein, dass du Nase, Mund oder wie auch immer. Also da gibt es keinen Zwang, dass man sagt, es muss so oder so sein. Ja. Am angenehmsten ist es natürlich, wenn man beginnt mit, also durch die Nase ein- und auszuatmen. Ja. Und sich dann dem eigenen Rhythmus oder dem Rhythmus, der sich dann einstellen möchte, übergibt sozusagen. Und ja, ich mache auch im Stehen manchmal eine Atmung, die nennt sich Chakrenatmung. Da geht es darum, um in die Energiezentren reinzuatmen. Und das wird zum Beispiel auch hauptsächlich durch den Mund gemacht, also richtig intensiv oder durch Nase-Mund. Ja. Also durch die Nase ein und durch den Mund aus. Was übrigens, wenn man durch die Nase ein und intensiv durch den Mund ausatmet, auch sehr befreiend sein kann, loslassend sein kann. Ja. Magst du, wollen wir das vielleicht gleich mal praktisch in einer kleinen Übung machen? Hast du was, wo die Möglichkeit ist, dass man jetzt mal zu Hause es vielleicht erfahren kann? Ja, also was eine coole Übung ist, ist generell, die auch dabei hilft, wenn man zu sehr im Kopf ist oder wenn man Druck auf der Brust hat oder wenn man, das mache ich auch gerne in Einzelsitzungen in der Praxis, wenn man so das Gefühl hat, man ist gerade nicht mehr bei sich. Ja? Dafür wäre die Übung gut. Soll ich sie mal anleiten? Ja, lass uns das doch mal kurz machen. Das ist ganz schön, immer gleich ein Praxisbeispiel zu haben. Ja, okay. Also du kannst ja auch gleich mitmachen. Ich mache direkt mit. Ich sitze schon in Atemposition da. Okay. Also als erstes ist es erstmal spannend, wirklich mal kurz innezuhalten und einfach deinen Atem, einfach nur beobachten. Einfach nur mal schauen, wie du ein- und ausatmest, ganz natürlich, ohne etwas zu tun. Und einfach auch durch die Nase ein- und aus. Und einfach wahrnehmen. Wie weit kommst du denn mit deinem Atem? Bleibst du in der Brust hängen? Kommst du schon ein bisschen mehr in deine Bauchregion runter? Und ohne Werten, einfach nur wahrnehmen. Genau. Und wenn du ein Gefühl hast, wie du jetzt atmest, würde ich jetzt die Übung anleiten, weil es spannend ist, nämlich hinterher zu sehen, was sich verändert hat. Und zwar jetzt mal so tief wie möglich einatmen, ganz tief einatmen und ganz langsam über den Mund, und zwar so lange ausatmen, bis keine Luft mehr kommt, bis wirklich alles entleert ist. Genau. Und danach noch einmal tief einatmen, musst du ja. Und du wiederholst es und atmest noch einmal so lange aus, bis keine Luft mehr kommt. Alles ausatmen, bis nichts mehr kommt. Ja, noch ein Stück. Und dann nochmal tief einatmen und wieder zu deinem normalen Atemrhythmus zurückkehren. Mal ein paar normale Atemzüge machen. Genau. Und jetzt beobachte bitte nochmal deinen Atem und schau mal, was sich verändert hat. Ja, wirkt irgendwie viel ruhiger, viel ausgeglichener, mehr ausbalancierter. Ja. Und du müsstest merken, dass du leichter einatmest und ein Stück tiefer kommst mit deiner Atmung. Ja. Ich habe vorhin jetzt nicht drauf geachtet, aber es fühlt sich auf jeden Fall deutlich leichter an, die Atmung an sich. Also wirklich ein Stück freier. Spannend. Du bist ja jetzt jemand, der auch viel mit Atem macht und sich sehr bewusst mit seinem Atem umgeht. Das heißt also, da ist es sehr spannend bei Menschen, die da noch nie so bewusst drauf geachtet haben. Die werden einen stärkeren Unterschied wahrnehmen. Ja. Wobei, was auch sehr spannend ist, bei dieser Übung, die kann man jederzeit, also einfach mal so, wann man die auch ansetzen kann, wenn man zum Beispiel unter Stress ist oder wenn jemand zum Beispiel
eine Situation hat, wo ihm im wahrsten Sinne des Wortes der Atem stockt oder wegbleibt. Und man kennt es ja, wenn so ein Druck auf der Brust ist und man das Gefühl hat, man kriegt kaum mehr Luft, ja, und man holt sich und versucht Luft zu holen und es drückt aber. In dem Moment wäre diese Übung optimal, um erstmal alles auszuatmen, wieder tief Luft reinzuholen. Und diese Übung kann man dreimal gut wiederholen. Danach sollte man normal weiteratmen und dann könnte man es nach einer Pause normaler Atmung nochmal wiederholen. Nicht mehr wie dreimal, weil ein Schwindel auftreten könnte. Okay. Und der Vorteil ist, du hast deinen Atem überall dabei. Also egal, wo du bist, du kannst den Moment Zeit nehmen und ganz bewusst in diesen Atem einzutauchen und eben über dieses lange, lange Ausatmen diesen Überschuss an Sauerstoff, der im Körper ist, loslassen und man kommt wieder tiefer. Also der Druck auf der Brust lässt nach und man kommt wirklich wieder tiefer bei sich selber an. Ja. Am besten noch die Füße gut am Boden fühlen, dann, dass man wirklich wieder stabil in sich wird. Ja. Mit geschlossenen Augen oder mit offenen oder ist egal? Das ist egal. Das natürlich ist intensiver ist es, wenn ich für mich bin mit geschlossenen Augen. Wenn ich aber irgendwo unterwegs bin, ich mache ja sehr viele Dinge, die alltagstauglich sind für Menschen, die im Berufsleben stehen, die haben dann oftmals nicht unbedingt die Möglichkeit, sich rauszunehmen, weil du kannst es auch machen, wenn du gerade auch in der Konferenz oder wo auch immer du bist, dass du deine Füße wahrnimmst und ganz bewusst atmest, ausatmest und du machst es halt ein bisschen leiser. Und keiner merkt, man darf ja mal tief atmen, was du da gerade tust und du kommst schneller wieder bei dir selber an, bist konzentrierter und klarer in dem Moment. Ja. War das, was wir jetzt schon gemacht haben, ein verbundener Atem? Kann man das schon so bezeichnen? Nee, das war es nicht. Also das war jetzt ein bewusstes Ausatmen. Also da ist die Betonung auf den Ausatem, was auch oftmals dazu führt, dass viele Menschen, die eben Schwierigkeiten haben, tiefer einzuatmen oder eben so ein bisschen aus ihrer Mitte rausgefallen sind und sich nervös und unruhig oder eben mit der Möglichkeit, dass sie das Gefühl haben, der Druck auf der Brust, dass sie schwer einatmen können, hat häufig zur Folge, dass vergessen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, es läuft auch unbewusst ab, richtig auszuatmen. Und das ist auch so ein Thema bei Asthmatikern zum Beispiel. Ja? Dann irgendwann kriegst du nicht mehr genug Sauerstoff hinein. Yeah. Und man hat das Gefühl, es stockt so und man kriegt Atemnot. Und diesen bewussten Fokus auf das Ausatmen zu lenken, bis wirklich alles raus ist, um wieder tiefer einzuatmen, um dann wieder in einen natürlichen Rhythmus zu kommen. Also dazu dient diese Übung. Yeah. Das heißt, du kannst diese Übung auch wirklich empfehlen. Du hast gerade angesprochen, Asthmatiker. Gibt es hier wirklich die Möglichkeiten, ich sage jetzt mal, Erkrankungen vorzubeugen oder entgegenzutreten? Also unser Atem, bewusstes Atmen ist immer die Möglichkeit vorzubeugen und auch stärker in, je nachdem, was jemand hat, auch stärker in der Heilung zu kommen. Ja, definitiv. Also unser Atem kann wirklich heilsam sein. Ja. Allein schon, dass ich mich bewusster auf mich selbst wieder einlasse und mir bewusster meines Atems werde und somit auch bewusster mir selbst gegenüber wieder entgegentrete. Ja. Also da kann man schon viel machen. Ja. Jetzt gibt es ja auch so, ich sage jetzt Meditationstechniken wie Passana, wo es wirklich darum geht, die ganze Zeit den Atem auch einfach natürlich ein- und ausströmen zu lassen. Wo wäre jetzt hier der Unterschied zu diesen Techniken im Vergleich zu dem verbundenen Atem oder zu deiner Atemarbeit? Oder gibt es überhaupt einen? Also ja und nein. Also im Prinzip hat alles seinen Wert. Und es ist nur eine andere Form der Konzentration. Also bei der Vipassana zum Beispiel ist es so, du konzentrierst dich permanent auf deinen Atem. Das heißt, dein Fokus liegt auf der Ein- und Ausatmung. Und ob die jetzt länger ausatmet oder kürzer oder wie auch immer, das spielt keine Rolle. Es geht darum, du konzentrierst dich auf deinen Atem. Die Übung, die ich jetzt gerade, und man kann gezielt den Atem einsetzen mit eben auch länger ausatmen oder auch mal mit Luft anhalten und es gibt ja viele Möglichkeiten, die auch immer wieder unterschiedliche Dinge bewirken. Der verbundene Atem, also so, wenn ich zum Beispiel so eine intensive Atemsession mache, wo es ja rhythmischer wird, wo es intensiver wird, wo bewusst stärker Sauerstoff zugeführt wird,
über dieses auch schnellere Atmen teilweise, das bewirkt natürlich auch nochmal eine andere Intensität, yeah. Ja, wo also wirklich im Körper Prozesse ablaufen. Hingegen bei der Meditation, wenn ich mich auf meinen Atem konzentriere, führt mich der Fokus, wenn ich den Fokus auf den Atem halte, mehr in die Konzentration des gegenwärtigen Augenblicks. Und durch diese Konzentration und diesen Fokus habe ich dann die Möglichkeit, auch bewusster wahrzunehmen, was wirklich jetzt gerade stattfindet. In meinem Körper, um mich herum, wenn ich höre. Und trotzdem mich nicht von meinem Geist, von meinem Denken wegbringen zu lassen, sondern in der Konzentriertheit zu bleiben. Ja. Das ist nochmal anders als wie beim verbundenen Atmen. Ja, kann man vielleicht auch sagen, dass man bei Vipassana, man beobachtet einfach, wie der Atem ist, und bei deiner Technik oder bei diesen Atemtechniken, da manipuliere ich ihn ja sehr bewusst auch, den Atem, mit meinem Willen, oder? Da geht es erstmal darum, ganz bewusst, manipulieren in Anführungsstrichen, also ich ganz bewusst in einen Atemrhythmus zu kommen, yeah, ohne Pause. Die Musik unterstützt natürlich dazu, und ich habe dementsprechend auch Musik, die sich dann dramaturgisch. Ja, genau, danke. Dramaturgisch wirklich nach oben schwingt, yeah, und wo auch die Emotionen mitgenommen werden, was, yeah, auch sein darf und auch soll, dass man den Raum schafft, wo man sich mal wirklich von den Zwängen befreien kann, ja? Okay. Und wo auch wirklich mal alles an Energie freigelassen werden kann. Und durch diesen Überschuss an Sauerstoff im Körper wird auch unwahrscheinlich viel Energie angesammelt und dadurch auch freigesetzt, yeah, was auch hinterher wirklich eine nachhaltige Wirkung hat. Yeah. Ja? Und ja, die ein oder anderen Zuschauer, kann ich mir vorstellen, kennen vielleicht schon den Quantum Light Breath Prozess, diesen Atemprozess. Ist das, was du tust, etwas Ähnliches oder unterscheidet sich das? Kannst du uns dazu was sagen? Ja, also ähnlich, genau. Und im Prinzip vom Ein- und Ausatmen dasselbe. Ja. Und dann kann man das natürlich unterschiedlich gestalten. Und ich gestalte das eben in der Form unterschiedlich, dass es bei mir im Liegen stattfindet, nicht im, mhm, Sitzen. Wobei ich auch Atemsessions im Sitzen mache. Es kommt immer darauf an, was möchte ich bewirken, mhm, und was ist gerade dran. Und im Liegen ist es nochmal anders. Ja, und je nachdem, was für eine Musik gewählt wird. Und ich habe unterschiedliche Methoden. Also ich mache es manchmal, wo ich gar nicht viel spreche, außer dass ich ans Atmen erinnere. Ja. Das ist zum Beispiel mal das eine, wo es eher sanfter ist, wo der eigene Atemrhythmus ganz individuell sich gestaltet. Dann mache ich aber auch Atemsessions. Also dasselbe Prinzip ist immer dieses Ein- und Ausatmen ohne Pause. Ja. Dass ich das pushe, indem ich auch noch was mit hineingebe, dass ich wirklich Inceptions reingebe oder dass ich wirklich da durchführe, auch mit Themen da durchführe, je nachdem, mit welcher Gruppe ich arbeite. Das mache ich natürlich nicht an einem Atemabend, wo die Leute an einem Abend kommen, sondern wenn ich zum Beispiel im Seminar mit einem Thema beschäftigt bin, dann gehe ich wirklich in diese Themen rein und die verbinden wir mit dem Atem, ja, yeah, wo richtig was passiert, weil das Bewusstsein da einfach offener und bereiter ist und gleichzeitig unser Unterbewusstsein eben auch, ja. Yeah. Und da lasse ich, das ist die andere eine Form, dass ich da eben intensiv auch noch was mit hineingebe. Ja, und dann gibt es eben, wie gesagt, auch da eine ganz eigene Dynamik. Und was ich auch mache, das wird zum Beispiel bei den Atemtagen sein, das ist ein Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, wo es wirklich darum geht, an dem Tag, wo man ankommt, erstmal wirklich zu gucken, okay, wo steht jeder, was braucht jeder, welches Thema bringt er mit, und wo dann an dem nächsten Tag wirklich 3 Stunden geatmet wird, am Stück pro Person, also da immer paarweise, wo einer den anderen dann noch begleitet, was sehr angelehnt ist, zum Beispiel an das holotrope Atmen von Stanislav Grof. Yeah. Ja. Aber eben aus einer eigenen Mischung, aus meinen eigenen Methoden. Durch die vielen Jahre und die viele Begleitung der Menschen habe ich auch eigene Methoden entwickelt. Genau. Und natürlich, der Atem selbst ist immer dasselbe, nur eben je nachdem, welchen Rahmen ich dafür gebe, hat es immer unterschiedliche Auswirkungen. Ja, das war jetzt schon meine nächste Frage. Du hattest die Dauer gerade schon erwähnt. 3 Stunden geht so eine Session bei dir, also von der Länge? Nein. nur an diesem Wochenende. Nur an dem Wochenende. Das ist wirklich speziell. Also so ein Atemabend, da geht so eine Session, also eine Session geht immer eine Stunde, mindestens. Stunde. Okay. Bis 1,5 Stunden. Ja.
Mit Ausklang. Also eine Stunde atmen, also bei Anfängern mache ich es mit Ausklang eine Stunde und wenn ich dann weiß, es sind Leute, die schon öfter geatmet haben, wo sich zwar auch jemand mal wo auch jemand mal dabei ist, der es noch nie gemacht hat und dann trotzdem damit reinspringt, dass auch mal eine Atmensession anderthalb Stunden geht. Also eine Stunde atmen und dann fast eine halbe Stunde braucht man auch zum Ausklang dann. Und dort an diesem Wochenende ist es eben explizit, wo ich das ausdehne auf insgesamt, also wo mindestens anderthalb, zwei bis drei Stunden geatmet wird, ja, beziehungsweise inklusive Ausklang, weil oft ist es so, dass also bei zwei Stunden, zweieinhalb Stunden das dann von alleine ausklingt, ja, und wo natürlich nochmal tiefgreifendere, deswegen möchte ich es auch an einem Wochenende machen, wo alle vor Ort bleiben, wo keiner mehr ins Auto steigt, weil danach passt nicht mehr ins Auto steigen, wo auch die Betreuung da ist, wo man einfach wirklich richtig an tiefe, tiefe, tiefe Schichten rankommt und wo alles sein darf, ja, also von Weinen, von Schreien, von wirklich, wo man einfach sagt, ich darf mich dem hingeben und ich darf mein Innerstes jetzt rauslassen. Ja. Ich muss nichts mehr verstecken, ich muss nichts verbergen, ich muss nichts festhalten, was ja auch oft sich eben äußert in Verkrampfungen, sondern ich darf mich frei dem Leben hingeben. Ja, da schließt sich gleich meine nächste Frage an, nämlich nach den Chancen und in Anführungszeichen Gefahren oder ich sage jetzt mal möglichen Komplikationen, die vielleicht auftreten können. Du meintest ja auch schon so durch Hyperventilation, vielleicht auch Verkrampfungen, Schwindel. Was hat es damit auf sich und wie wird damit umgegangen? Und was sind auch vor allen Dingen die Chancen? Also was macht dieser Überschuss an Sauerstoff in unserem Körper? Genau, die Chancen sind definitiv, oder fangen wir mal an mit dem, was kontraproduktiv ist. Also was nicht ideal ist, ist, wenn ein Mensch zum Beispiel eine Psychose oder sowas hat, der sollte Abstand nehmen, beziehungsweise, ja, weil dadurch kann natürlich nochmal eine neue Episode ausgelöst werden. Und wenn jemand akute Herzbeschwerden hat, würde ich auch Abstand nehmen. Und ansonsten ist es okay, für jeden Menschen, der soweit, dem soweit gut geht. Wie ist mit Schwangerschaft? Auch absolut. Absolut gut. Ja, absolut okay. Und jeder findet ja auch da seinen Rhythmus. Und es ist ja so, dass es ja begleitet wird. Also und ich bin wirklich sehr erfahren über so viele Jahre. Kann ich mehr zählen, wie viele Menschen ich durch diesen Atemprozess geführt habe. Und wo ich dann auch individuell, ich nehme ja wahr, wo jeder gerade steht. Und wenn jetzt jemand schwanger ist oder wenn jemand ein Problem mit dem einen oder anderen hat, dann gehe ich da schon drauf ein und kann dem explizit sagen, dass er da oder da vielleicht einfach ein bisschen langsamer tut. Und andere können wieder voll einsteigen. Also man kann es ja steuern. Ja. Also ist kein Problem. Und wenn jetzt jemand natürlich gerade eine fette Erkältung hat oder eine Lungenentzündung, macht es gerade keinen Sinn, ja? Weil dadurch auch das Atmen erschwert wird, aber ansonsten ist es wunderbar. Und also was passiert da? Also wenn ich in eine Hyperventilation komme, wo die meisten ja Angst haben, sich weiterhin dem Atem hinzugeben, wirklich hinzugeben und einfach zu sagen, okay, ich vertraue meinen Atem, der mich da durchführt, ist es eben genau das, was dann passieren kann, nämlich so eine Atembefreiung. Es kann passieren, also das sind jetzt die Chancen auch gleichzeitig, also beides, das hängt alles zusammen, wenn ich bereit bin, auch wenn ich eine Verkrampfung habe, mich nicht auf die Verkrampfung zu konzentrieren, sondern weiter auf meinen Atem, löst sich das sowieso von alleine wieder. Also das bleibt ja nicht so. Also das löst sich wirklich von alleine. Und diese Chance, sich zu geben, zu sagen, ich vertraue jetzt meinem Atem und ich gehe da wirklich durch, hat, also es kommt wirklich zu erweiterten Bewusstseinswahrnehmungen von einem selber und auch und bei jedem anders. Manche kriegen Bilder, manche fühlen das. Also du wirst feststellen, dass du mehr bist als nur Körper. Du wirst feststellen, dass du ein Teil dieses Ganzen bist. Und das ist etwas, was diese Erfahrung, das sind Referenzerfahrungen, die kann dir hinterher keiner mehr nehmen. Egal, wie scheiße dein Alltag auch gerade sein mag und in welcher Situation man auch gerade drin steckt, sind diese Dinge die Möglichkeit, sich zu erinnern, dass ich mich vielleicht zu sehr in Kleinigkeiten verstricke und das größere Ganze aus den Augen verloren habe.
Und wenn ich nie so eine Erfahrung in meinem Leben gemacht habe, kann ich es nicht wissen. Ja. Wenn ich aber solche Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe, wo ich selber am eigenen Leibe fühle, wahrnehme, dass ich mehr bin als all das und dass ich verbunden bin mit allem, was existiert. Und solche Erfahrungen gibt es und es gibt noch viel, die kann man schon gar nicht mehr in Worte packen, was es da alles für Erfahrungen gibt. Wenn man diese Referenzerfahrung mal in sich abgespeichert hat durch das Erleben, hast du immer die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen. Das ja. bleibt dir als Erinnerung, dich immer wieder zu erinnern, hoppala, stopp, da gibt es mehr und ich kann über das hinausgehen. Man bleibt nicht in dem Kleinen verhaftet und es trägt einen, unterstützt einen und wirklich nachhaltig. Also ja. von den Menschen, die regelmäßig kommen, ich sehe ja, was sich bei denen entwickelt und tut und das ist einfach ein Geschenk, ich finde es toll. Ja. ja. Ganz schön. Ja. Du hast vorhin schon mal den einen sehr bekannten Namen erwähnt aus der Branche, Stanislav Grof und das holotrope Atmen. Kannst du vielleicht Leuten, die diese Begriffe noch nicht gehört haben, auch was dazu, ist dasselbe wie verbundene Atem, holotropes Atmen und wer ist eigentlich dieser Stanislav Grof, den du vorhin erwähntest? Genau, also ich persönlich habe ihn jetzt noch nicht kennengelernt und der ist einer der Begründer gewesen, der hat es eben das holotrope Atmen in die Welt gerufen und da muss man dazu sagen, dass der ja, glaube ich, also ich weiß es nicht hundertprozentig, dass der Atemtechniken und yeah. verbundenes Atmen, muss ich sagen, lehnt ja daran an. Also weil du kannst, es gibt verschiedene, also Ein- und Ausatmen, also das kann man jetzt nennen, wie man will. Yeah. Es ist Ein- und Ausatmen eben ohne Pause. Und da yeah. gibt es eben verschiedene Rahmenbedingungen und verschiedene Formen. Und Stanislav Grof hat diese Form, hat seine Art der Form verwendet, um Menschen in andere Bewusstseinszustände zu bringen. Und ich glaube, er war sogar Psychiater und er hat dadurch also wirklich psychische Leiden in Heilung gebracht. Also der hat wirklich an Kliniken damit rumexperimentiert. Nachdem, muss man auch dazu sagen, er vorher mit LSD, das damals noch erlaubt war, experimentiert hatte. Dann wurde das verboten und dann hat er festgestellt, dass er über verschiedene Atemtechniken und über spezielles Atmen ähnliche Zustände kommen. Yeah. Also das Spannende ist, wir brauchen keine Drogen, um bewusstseinserweiternde Erfahrungen yeah. zu machen. Und das hat er damit bewiesen, nämlich über den Atem. Noch dazu muss ich sagen, also so wo ich herkomme, aus meinem Hintergrund, also ist es weniger aus der Ecke Stanislav Grof, aber auch da, also es ist alles etwas, was es schon hunderte von Jahren gibt, also wo yeah. alte Schamanen oder alte Lehren, also egal wer, es wurde immer schon mit unserem Atem gearbeitet und die alten Weisheiten wussten das, also sei es eben wie alt ist Meditation, ja, oder verschiedene andere Techniken, die alle auf den Atem zurückgreifen, um in die eigene Tiefe zu kommen oder ja. um eine bewusstseinserweiternde Erfahrung zu machen ja. und das ist so essentiell, weil ohne Atem können wir hier nicht existieren. Und es ist für uns alle so selbstverständlich mit dem Ein- und Ausatmen, dass wir dem zu wenig Beachtung schenken. Die Menschen, die bewusster damit umgehen, können bewusster auch ihr Leben steuern. So verrückt das jetzt klingen mag, aber es ist so. Und wir haben ein Geschenk mitbekommen, dass wir ständig bei uns tragen und dass wir nutzen können für wirklich viele, viele, viele Möglichkeiten. Ja. Vielleicht jetzt nochmal in den Alltag. Wie können wir es denn schaffen, wirklich in unserem alltäglichen, wuseligen Leben den Atem immer wieder bewusst wahrzunehmen? Hast du da vielleicht eine Übung oder eine Erinnerungstechnik, dass wir wirklich wissen, weil wie du so schön sagst, der Atem, der ist immer mit dabei, dass wir uns auch bewusst in diesen Raum reinbegeben können? Ja, also im Prinzip eben immer wieder innehalten und bewusst schauen, okay, wo atme ich gerade? Komme ich tief? Hänge ich hier oben? Also bleibe ich an der Brust hängen oder komme ich tiefer? Also immer wieder, und wenn man sich nur einen Wecker stellt, über Handy ist es ja heute möglich, immer mal kurz innehalten und ganz bewusst wahrnehmen, wie atme ich gerade? Weil so wie du gerade atmest, zeigt dein Zustand wieder. Weil wenn du richtig gut entspannt bist, dann atmest du auch tief und ruhig. Ja.
Und wenn ich hektisch Stress habe, dann bin ich wuselig und dann atme ich auch nicht wirklich ruhig und tief. Ja. Und teilweise habe ich dann auch noch Schwierigkeiten, intensiv ein- und auszuatmen. Und in dem Moment, wenn ich aber innehalte und meinen Atem bewusst wieder wahrnehme und bewusst steuere, unter anderem mit der Übung, die wir zuvor gemacht haben, dieses lange Ausatmen, um wieder bei mir mehr anzukommen, hast du die Möglichkeit, in dem Moment auch wieder ruhiger zu werden. Das heißt, die Dinge, die du gerade vielleicht hektisch gemacht hast, einfach wieder entspannter, ruhiger zu nehmen. Du wirst dir des Augenblicks wieder bewusster und kannst dann auch den Tag, den Alltag einfach bewusster gestalten, indem man sich immer wieder daran erinnert, klar. Und dann eben die Technik nutzen, um sich erinnern zu lassen. Ja. Schön. Das ist das Einfachste vom Einfachsten im Prinzip, was jeder machen kann. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, der möchte das Ganze mal bei dir näher kennenlernen, du hattest vorhin schon einiges erwähnt von Atemabend über Atemtage. Magst du vielleicht mal kurz sagen, wie man da zu dir finden kann, was so ein Atemabend ist und was die Atemtage sind vielleicht nochmal? Mhm, gerne. Also der Atemabend, ich bin jetzt, das ist natürlich für Menschen, die weiter weg sind, ein bisschen schwieriger, wobei ich auch Leute aus München habe, ich sitze ja im Garmischer Raum und ich habe einmal im Monat hier einen Abend, wo die Leute kommen zum Atemabend, wo ich einfach eben, wie gesagt, eine Session mache, eine Atemsession mit verbundenen Atem. Und das ist etwas, für diejenigen, die aus der Umgebung kommen, also Münchner Raum, ich habe auch manche eben, wie gesagt, die dann rausfahren, ist es möglich. Und die Atemtage, die sind zum Beispiel jetzt im August in Kislek, wo eben egal ist, wo die Leute herkommen, weil da die Möglichkeit eben gut ist, auch zum Übernachten. Ja. Und das ist eben Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, wo dieses intensive Atem praktiziert wird. Ja. Und wo man halt richtig intensiv eintauchen kann. Genau. Und unter anderem biete ich eben noch eine Atemtrainerausbildung an, die, wer sagt, hey, ich möchte das in meine Arbeit integrieren, weil vielleicht jemand mit Menschen auch schon arbeitet oder eben auch in heilenden therapeutischen Berufen, biete ich eben an, diese Ausbildung zu machen, wo ich wirklich mein komplettes Wissen reinpacke. Also über all die Jahre, und es sind jetzt wirklich viele Jahre, wo ich, ob das in Einzelsitzungen, also sei es eben mit Menschen in so wie wenn man sagt, so ein Praxiszustand, ja, oder Coaching-Zustand, also auch für Coaches wäre es gut, praktische Übungen mitzugeben, oder eben in Gruppen. Und da gibt es eben ganz, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Methoden, den Menschen sich selbst näher zu bringen oder eben an Themen ranzuführen über den Atem oder eben auch eine Erleichterung in dem Alltag zu generieren für den jeweiligen über Übungen. Und in diese Ausbildung packe ich halt mein ganzes Wissen rein. Ja. Schön, wir kommen langsam auf die Zielgerade. Mich interessiert noch total, was ist die Vision deiner Arbeit? Wofür tust du das, was du tust, und kannst du sagen, wo du in 5 Jahren mit deiner Arbeit stehst? Wo geht deine Reise hin? Ja, warum tue ich, was ich tue? Also A, ich liebe, was ich tue. Und es ist für mich etwas, also mein Traum ist es, mit den Menschen, mit denen ich in Berührung komme, ihnen die Möglichkeit zu geben, über sich selbst hinauszuwachsen, zu lernen, ein bewusstes, reiches Leben zu führen, das von Wachstum und Lebensenergie gestärkt wird und die auch mit ihrem So-Sein dann auch wiederum Menschen darin allein nur durch ihre bloße Anwesenheit bereichern und inspirieren. Das ist es, um einfach, mein Part, dieser Stein, den ich in dieses große Weltenmeer hineinschmeiße, der Wellen schlägt, ja, um einfach viel mehr Bewusstsein hier auf dieser Erde zu generieren, von den Menschen, genau. Ja, was war die Frage, wo will ich hin? Hast du ein Bild, wo deine Arbeit hingeht, wo wird sich noch was verändern? Also mein Traum ist es, noch mehr Ausbildungen anzubieten, dass noch mehr Menschen unterstützen. Ja. Und mein Traum ist es auch, also ich habe ja dieses Mentis-Bildung für Bewusstsein, daraus eine Akademie zu kreieren, wo auch eine Co-Kreation mit noch anderen Menschen, die mit Menschen arbeiten, zustande kommt und wo noch mehr
Bewusstsein in die Welt getragen wird, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Das, ich denke, das ist der Zeitgeist, das braucht es, dass immer mehr Menschen sich ihrer selbst erstmal bewusst werden, um dann auch konstruktiv, positiv in dieser Welt zu leben und auch andere Menschen zu bereichern. Ja, ja. Du hattest gerade von Mentis gesprochen. Magst du kurz sagen, was das ist und wo und wie man mit dir in Kontakt treten kann, wenn man sagt, ich will jetzt das Ganze mal selber erfahren? Ja, total gerne. Also Mentis Bildung für Bewusstsein über meine Webseite. Also meine Homepage kann man mich finden. Und da sind im Prinzip alle Kontaktdaten und auch alle Seminare und Ausbildungen enthalten. Genau. Und das Mentis, das steht ja für Bewusstsein, ist ein lateinischer Name. Mhm. Genau. Und ja, das packe ich einfach unten in die Beschreibung rein, auch den Link. Da könnt ihr einfach draufklicken und da landet ihr dann direkt auf der Seite. Hast du vielleicht für jemanden, der sagt, oh, ich würde mich da gerne noch ein bisschen weiter belesen, vielleicht ein Buch oder eine Film-, Dokumentationsempfehlung zu diesem Thema? Im Moment nicht wirklich. Also ich habe, was ich gemacht habe, ist zu den ganzen verschiedenen Themen, also da könnt ihr stöbern auf der Seite, also auch zu dem Thema verbundene Atem habe ich einfach mal alles aufgeschrieben. Yeah. Und ansonsten, also ich hab jetzt kein spezielles Buch, was ich auch gelesen hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ja. Okay. Okay. Aber vielleicht werde ich in der Richtung mal aktiv, ja. Mal schauen. Ja, wer weiß, cool. Ja, genau. Sehr, sehr schön. Du hattest am Anfang mir noch gesagt, du hast ein kleines Special für die Podcast-Hörer mitgebracht. Worauf dürfen sich die Leute bei dir freuen? Ja, genau. Also wer wirklich Lust hat, mal intensiv in den eigenen Atemprozess einzutauchen, dem biete ich 10% zu den Atemtagen an im August, wer kommen möchte. Und wer sagt, okay, er möchte auch wirklich so arbeiten, dem biete ich auch 10% auf die Ausbildung an. Genau, cool. Auf die Atemtrainerausbildung. Und das findet ihr alles auf meiner Webseite. Da sind natürlich die 10% jetzt nicht drauf, aber wenn ich weiß über Anmeldung, dass ihr vom Martin kommt, dann ist es eine Möglichkeit, das bei mir einzulösen. Das ist kein Thema. Genau, also einfach erwähnen, Podcast Martin gehört, dann weißt du schon Bescheid sozusagen. Genau. Sehr, sehr schön. Ja, sehr spannend. Ich kann es auch wirklich nur empfehlen. Also bin selber schon in den Genuss dieser Atemarbeit gekommen. Also kann es wirklich jedem nur wärmstens empfehlen, sich mal eine Atemsession zu gönnen. Es ist wirklich unglaublich, was da möglich ist. Also kann ich wirklich nur empfehlen, euch da bei Patricia zu melden. So, und jetzt kommen wir zu meinen drei Abschlussfragen, die ich wirklich ganz gerne oder immer stelle am Ende eines Interviews, einfach um dich vielleicht noch ein bisschen besser kennenzulernen, wer du bist, was dich antreibt. Bist du bereit, Patricia? Ja. Okay, die erste Frage, die mag ich wirklich immer sehr. Gibt es etwas, das du schon einmal getan hast oder vielleicht noch machen möchtest, von dem du glaubst, dass es auch die Zuhörer unbedingt mal tun sollten? Gibt es etwas? Mal alle Ängste und Gedanken weglassen und wirklich das tun, also wenn man jetzt zum Beispiel einen Impuls hat, mal was Verrücktes zu tun, einfach den Mut zusammenzunehmen und einfach das mal zu tun, ja. Also ich könnte jetzt nichts Spezielles sagen, ich glaube, das ist bei jedem anders. Ja. Diesen Mut zu fassen, mal über seinen eigenen Schatten zu springen. Ja. Und über sich hinaus einfach auch mal was Verrücktes zu tun, etwas zu tun, was ich mich vielleicht vorher nie getraut hätte. Ja. Schön, schön. Zweite Frage, dein jüngeres Selbst oder die kleine Patricia, die kommt gerade in die Schule, in Schuleinführung und du hast jetzt die Möglichkeit, ihr deine drei wichtigsten Ratschläge mitzugeben, allerdings so, dass es auch das Vorschulkind verstehen kann in so einer Sprache. Was wären deine drei wichtigsten Ratschläge? Glaub an dich, vertrau dir. Und sei immer du selbst. Ganz schön. Und die letzte Frage, Patricia. Was ist die eine Sache, für die du alles andere hergeben würdest? Was ist die eine Sache? Hm.
ich kann das fast nicht in Worte packen, das ist ein Gefühl. Das ist so dieses, für was ich alles hergeben will, ist einfach dem Leben zu dienen und dass es durch mich wirkt. Und ja, es ist wirklich so dieses Gefühl, wirklich dem Leben zu dienen und das darf durch mich wirken. Ich kann es fast nicht, ja, ich kann es nicht anders ausdrücken. Danke. Gerne. Danke. Vielen, vielen Dank, Patricia, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast, dass du uns einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast und vor allen Dingen einen Einblick in dieses wundervolle Werkzeug des Atems. Ich denke, ja, damit können die Menschen draußen sich wieder auf die Spur begeben und wirklich den Atem ein Stück mehr erforschen und dich natürlich dazu auch kontaktieren und kennenlernen. Danke dir. Ja, total gerne. Ich danke dir, Martin. Und ja, alles Liebe. Ja. Euch da draußen, danke wieder, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch wirklich ein fröhliches Experimentieren mit dem Atem. Schaut, vielleicht bekommt ihr es wirklich am Tag wirklich immer mal wieder hin, den Atem bewusst wahrzunehmen. Ich kann es wirklich nur noch mal wärmstens empfehlen, in eure Umgebung zu schauen, ob jemand Atemsessions anbietet oder wirklich euch auch bei Patricia zu melden. Es ist eine zauberhafte Erfahrung. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr, sehr gerne noch über eine Bewertung hier bei iTunes und wenn du den teilen magst, natürlich auch. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen, ja, atemreichen Tag noch und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Ciao, macht's gut. Ciao.